Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im ETS 2 unterwegs, im Multiplayer auf der ProMods. Und ja, wir fahren heute von Straßburg nach Mühlhausen. Wieder eine Leertour. Heute ist auch wieder Nacht. Leider erst kurz nach 0 Uhr. Aber heute gibt es einige neue Sachen für euch. Jetzt fahren wir erstmal da, glaube ich, auf die Autobahn und dann fange ich auch direkt damit an. So, erstmal dann Fernlicht einschalten, dass ihr ein bisschen was seht hier. Und ja, dann fahren wir wieder ganz gechillt. Und wie schon gesagt, heute gibt es einige neue Sachen. ETS gibt es was Neues, LS gibt es was Neues. Und wegen Streamen gibt's was Neues, also da gibt's heute auf jeden Fall einiges, wo euch interessieren wird. Und deswegen fange ich jetzt direkt an. Also von LS gibt's jetzt was Neues, und zwar ein neues DLC kommt demnächst bald. Und zwar das Kubota Pack. Das ist so eine Traktoren oder so eine, ja, Landwirtschaftsmarke, sage ich jetzt mal. Also die machen nicht bloß Traktoren, die machen auch Radlader, solche kleinen Autos, also solche Jeep-Dinger, wo es von John Deere auch gibt, so ein Buggy, sage ich jetzt mal. Frontlader, also das ist wirklich eine, ja, Marke, die macht, ich sag mal, alles. So ein bisschen eher kleinere Traktoren und so weiter, kleinere Maschinen. Da wird auch jetzt, ja, wie gesagt, den nächsten Pack rauskommen, also ein DLC. Wird was kosten. Genaueres, welche Fahrzeuge, also da stehen ja schon die Fahrzeuge fest, wo alle dabei sind. Die habe ich jetzt nicht alle, weil meine ganzen Monitore sind voll mit Informationen, also das habe ich leider nicht mehr drauf gebracht. Aber da gibt es auf jeden Fall schon eine Liste. Eventuell, ja, wahrscheinlich schauen wir uns die dann am Freitag an. Dann LS haben wir dann schon abgehakt. Dann steht da wer mit Warnblinkanlage, der gefällt mir direkt gut. Kurz mal Namen anschalten, weil... Ah ne, okay, da sieht man sowieso nicht. Der steht aber ganz schön doof da. Dann ETS, also besser gesagt Truckers MP, hat was rausgebracht. Und zwar der Chat. Im Chat sieht man jetzt die Unterstützer, wo Truckers MP unterstützt mit so einem goldenen Patreon-Dings halt. Das sieht man jetzt im Chat auch. Ist eher noch das kleinere, die kleinere Neuigkeit. Das ist neu. Dann steht jetzt über den LKWs, also über Namen, steht da jetzt, oder kann man sich jetzt auch die KMH, wie schnell der fährt, eben anzeigen lassen über den LKW, über die anderen LKWs, kann man sich die KMH-Anzeige anzeigen lassen, und den Ping, welchen der hat, kann man sich jetzt alles anzeigen lassen. Das ist das Neue. Also alle Informationen, die wichtigen Informationen stehen dann praktisch oder können dann auch praktisch über den LKW stehen, wenn man es will. Man kann es an- oder ausschalten. Rechts halten und dann die Ausfahrt. Und dann kann man jetzt noch ganz easy, das ist wirklich eine geile neue Änderung. Und zwar kann man einfach, ach, das zeige ich euch kurz. Wenn man das, den Tab offen hat, jetzt stehen wir sowieso, den Tab offen hat, die Maus da hat und in der Außenperspektive ist, kann man jetzt einfach einen LKW anklicken und dann hat man den praktisch da hier oben schon markiert. Muss man ja dann jetzt nicht mehr in der ganzen Tabelle rumsuchen, wenn viel Verkehr oder viel allgemein los ist, muss man nicht mehr so lang suchen. Und dann kann man mit denen, ja, ganz easy zum Beispiel einen
den gleichen Job annehmen. Muss man nicht mehr, wenn man zum Beispiel Sim 1 Duisburg ist, nicht mehr komplett rumscrollen, bis man den seinen Kollegen eben gefunden hat. Muss man bloß mehr antippen, zack, zack, und dann ist schon fertig. Also das ist jetzt auch noch eine Änderung. Man kann jetzt mit der Maus eben auch jetzt markieren. Ja, das sind jetzt so die Neuigkeiten gewesen. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Und eins muss ich noch sagen, wegen den Streamen. Heute Abend ab 20 Uhr, vielleicht schon 19:30 bin ich live. Mit welchem Spiel weiß ich nicht, aber ich bin heute Abend auf jeden Fall live. Wahrscheinlich mit Rainbow Six, weil ich zur Zeit sonst kein anderes Game weiß. Genau, da auf jeden Fall schon mal gespannt drauf sein. Heute Abend, wie gesagt, bin ich live. Und ja, das waren jetzt ziemlich viele Informationen heute im Video, muss ich sagen. Ja, im nächsten Video, da sage ich euch nochmal genau wegen LS, welche Traktoren da genau jetzt kommen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, was ist jetzt schon wieder mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann, wie gesagt, heute Abend ab 20 Uhr oder 19:30 im Stream. Ich werde den vorher ankündigen natürlich. Und ja, auf jeden Fall dann spätestens am Freitag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein LS22 Video. Bis dahin. Ciao.